Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 10. Yuna wurde entführt, wir müssen sie schnell holen. Oder ich weiß gar nicht, ob wir jetzt zu Waka gehen oder ob sie Yuna holen. Also ich würde eher Yuna holen. Waka, der hat halt ein paar Prügel auch im Blitzball-Match gekriegt, aber das ist halt Sport. Yuna wurde entführt, ich finde das viel schlimmer. Okay, gut, man heilt sich wirklich nach dem Speichern. So, ich kann mich hier umsetzen. Hier sind wir jetzt gerade bei MP. Können wir noch die? Ja, machen wir. Machen wir die Angriffskraft. So. Dann müssen wir hier wieder zurück dann gehen. Dann können wir. Ah nee, wir können hier nach oben, dann können wir zur HP. Okay, geil. Okay, wir gehen weiter. Oh, schnell. Let's go. Sehr gut. Oh, da kommt er doch noch. Das gab es, den konnte man noch speichern. Was ist das denn? Hey, we can use this crane. Ah, keine Zauber mehr. Ach, Extras, warte mal. Warum darf er jetzt nach jedem angreifen? Warte mal, noch ein bisschen voller. Kran. Ach so, okay. Come on, move! It's probably out of power. Jetzt müsste ich. So? Das macht was. Der Kran hat sich etwas bewegt. Wir müssen. Okay, den Kran. Mit Lulu immer den Kran. Wie attackieren wir ihn? Nein. Du greifst an. Lulu macht den Kran. Oh, da müssen wir bei Ding. Lulu auch gleich halt. Ja, wir müssen. Oh Gott. Ludo, was ist denn los heute? Der Limit fällt mir gerade auf. Blitz war gut. Auch weitermachen, okay, geil. Wow. Ich hab das nicht richtig verstanden. In der Uhrzeigersinn habe ich gemacht. Das hat irgendwie nichts gebracht. Okay, der Kran läuft fast schon wieder. Komm, Lulu. Nein. Nein! Ich brauche noch, wo wir noch am meisten sind. So.
beides. Am besten zwei. Das ist gut. Sonst kommt schneller auf, als man glaubt. Wenn man nur noch eine Person hat. Oh nein, der ihn auch noch mal. Komm. Höher Kran. Aber warte mal, muss ich jetzt vielleicht den Kran? Vielleicht funktioniert das. Ah ja, oh, ich hätte ihn einfach die ganze Zeit benutzen müssen. Das ist meine Schuld. Ja, ist mir gut gekommen. Ja. Nein! Aber okay. Irgendwas hat's weggenommen. Hätte ich euch schwächer jetzt gemacht. Ja, 3000 Schaden. Boah. Alter. Dieser Kampf hat gar nicht mehr auf. Ja, noch Kimari. Ist nämlich ganz wichtig, dass wir alle hier haben. Und Blitz. Ah, okay, ist gut. Coole Idee. Ich finde das eine coole Idee, dass du diesen Kran reparieren kannst. Das finde ich richtig geil. Und wir haben Elixier. Und Metallwaffen. Gucken wir uns gleich an. I hope you hurt them. A little. What is it? There were these Albed that saved my life when I first came to Spira. They took me on their ship, even gave me food. I was kind of hoping that this was the same ship, but it's not. I wonder if they're all gone. What happened? Sin came up near us. I made it out okay, but I don't know what happened to their ship. Was there anyone called Sid on that ship? I don't know. They were all speaking that Albed language. Da haben wir schon wieder einen Charakter namens Sid. Wie in jedem Teil. In jedem Teil gibt's einen Charakter namens Sid. He's my uncle, but I've never actually met him. Wait. So that means you're Albed too, Yuna? On my mother's side, yes. Sid is my mother's brother. He became distant after my mother married. But she told me to seek him out if I ever needed help. You're worried he was... Don't tell Waka about Yuna's lineage. The thing about Waka, he never had much love for the Albed. Whoa! I gotta tell Waka! I thought I told you not to tell Waka. The game! Oh! If it was Chapu, he'd still be standing. Hey, aren't you being just a little unfair? Excuse me?
I know I could never take Chapu's place. You're the one who told Waka that, right, Lulu? And I don't think Waka would ever try to take Chapu's... You don't want to finish that sentence. Gab es nicht vielleicht doch noch eine Kiste, die ich übersehen habe? Das kann ja sein. Ich kenne mich. Irgendeine Kiste habe ich bestimmt übersehen. Reservespieler, doch nicht etwa. Ja, doch ich. Ich wünschte, ich und nicht Walker wäre verletzt worden. Es ist vielleicht schon zu spät, aber schau die Regel nochmal an. Ja, okay, komm. Oh, oh Gott. Scheiß Tutorial. Eine Mannschaft besteht neben dem Torwart aus 5 aktiven Spielern. Auf der Gesamtkarte unten rechts sind die 5 Spieler sichtbar in unserem. Ah, das hängt unsere HP, jetzt sehe ich es gerade. Es sieht auf dem ersten Blick ziemlich chaotisch aus, doch keine Bange. Die Spieler bewegen sich grundsätzlich automatisch fort. Bitte merken Sie sich die Position der Spieler auf der Gesamtkarte. Das dreieckige Netz vor der roten Scheibe ist das Tor. Dieses generische Tor auf der Gesamtkarte ist auf der linken Seite. Bewegen wir uns wieder fort. Bitte behalten Sie Ihre eigene Position und das gegnerische Tor im Auge. Wenn Sie sich an die Bewegung gewöhnt haben, schalten wir nun um auf manuell. Hier drücken Sie Dreieck. Automatik wurde ausgeschaltet mit alle Spieler, die nicht direkt gesteuert werden, bewegen sich automatisch fort. Wenn die Kamera stets umschaltet, bedarf es einiger Übungen, bis sie sich sicher bewegen können. Geeignet also nur für Profis. Bringen Sie jetzt mal Dreieck. Die Steuerung geht jetzt wieder auf automatisch. Bitte schalten Sie zwischen automatisch und manuell um und lernen Sie, wie man sich fortbewegt. Manuell stimmt die Richtung mit der Gesamtkarte überein. Schwimmt man auf das gegnerische Tor zu, muss man, wenn man aufs eigene Tor zusteuert, okay.
Es gibt auch eine manuelle B-Steuerung, doch anfangs sollten sie im automatischen Modus spielen. Man kann nur bei Angriffen manuell steuern. Wenn der Gegner im Ballbesitz ist, sie also in der Verteidigung sind, kann die manuelle Steuerung nicht genutzt werden. Bei Gesamtkarte die Spielerposition beobachten. Mit Dreieck den Fortbewegungsmodus ändern. Bei der Verteidigung erfolgt die Steuerung stets automatisch. Aber guck dir das mal an hier alles. Ich muss mal den Torschuss gucken. Als nächstes lernen wir, wie man aufs Tor schießt. Grundsätzlich funktioniert auch der Vorgang ähnlich wie bei Pässen. Der Torkraft wird als TO angezeigt. Man beachtet den TO-Wert. Genau wie bei Pässen verringert sich je nach Entfernung zum Tor der TO-Wert. Beträgt der TO-Wert 0, wenn der Ball das Tor erreicht, ist der Schuss erfolgslos. Bei einem TO-Wert über 1 gelingt das Tor. Anders als bei Pässen muss Tides hierbei auch gegen den Torwart spielen. Dann wollen wir es erstmal versuchen. Bitte öffnen Sie mit Fähig das Aktionsfenster. Nehmen Sie nun bitte Tor. Wählt man im Menü Tor, erscheinen unter den eigenen Statuswerten auch die des Torwarts. Okay. Die Balkenfarbe Blau kennzeichnet das eigene Team. Rot hingegen die gegnerischen Spieler. Der FA-Wert steht für die Fähigkeit des Torwarts, Bälle zu fangen. Das bedeutet, der gegnerische Torwart Laudia besitzt die Fangkraft 8. Dann wollen wir einmal aufs Tor schießen. Der eigene TO-Wert verringert sich stetig. Beide schießt. Verdammt! Achten Sie auf den TO-Wert von Tides. Der für die Schussentfernung benötigte Wert wurde abgezogen, sodass der TO-Wert nun 5 beträgt. Anschließend wird der FA-Wert des Torwartes davon abgezogen. Nachdem der FA-Wert abgezogen wurde und der verbleibende TO-Wert 0 beträgt, schlägt der Schuss fehl. Doch nicht immer wird der exakte FA-Wert des gegnerischen Torwarts subtrahiert. Der Wert ist variabel und schwankt zwischen 50% und 150%. Wenn der FA-Wert 8 beträgt, wird in Wirklichkeit ein Wert zwischen 4 und 12 abgezogen. Wir schauen uns das jetzt an. Achten Sie darauf, ob der TO-Wert auf 0 sinkt oder nicht. Der TO-Wert beträgt 0. Der Torschuss ist nicht gelungen. Als nächstes wollen wir den Vorgang manuell steuern. Gehen Sie bitte näher ans Tor heran und schießen Sie. Wir betrachten ein Beispiel für einen gelungenen Torschuss. Ah, okay, ich bin jetzt schon wieder. Der TO-Wert beträgt 4, somit ist der Torschuss gelungen. Okay, Zusammenfassung. Die Torkraft eines Spielers hängt vom TO-Wert ab. Der TO-Wert verringert sich je nach Entfernung zum Tor. Der ungefähre FA-Wert des Torwarts und ist eigentlich genau das gleiche für Pässe. Und ich finde, das ist eigentlich die Grundregel, wo du wissen solltest, das Torwart wird dem TO-Wert abgezogen. Beträgt der TO-Wert 0, schlägt der Schuss fehl. Ja, ich glaube, wir haben das Wichtigste gesehen. Start soon. No time for warm-ups. Ready? Let me at him. All right. Ich gebe mein Bestes, aber ich hab's so im Grunde. I got something to tell you boys. After this game, I'm retiring. I promised myself this would be my last tournament. Win or lose, I'm quitting Blitzball. But you know, since we're here, we might as well win. Yeah! Mind a bench. I'm
I'm warming a bench. He's taking my place. Uh-oh. All right, boys, let's win this one. Let's make the goers goners. Let's blitz. Hundertprozentig, ich weiß ja nicht. I saw you floating there on the sphere. Hey, you weren't supposed to see that. You really gave it your all, didn't you? All right, boys, what are we gonna do? Win! For Captain Walker. This is it, folks. In just a few minutes, the championship game. But who could have imagined a championship game between these two teams? Our legendary Luka Goers going against the horrendously ill-fated Besaid Aurochs. This looks like history in the making, Baba. Ja. Was hier eigentlich gerade abgeht. Hm.
das, nein! Ach, das gibt's doch nicht, ey. Titus, klau ihn. Nein, warum klaust du ihn denn nicht? Ja, natürlich fängt die ihn. Los, Titus, diesmal aber. Oder irgendjemand halt, Lady, sehr gut. Titus, du sollst nicht attackieren, du sollst ihn klauen. Die Dad attackiert, sehr gut. Stirb. Okay, stirb vielleicht nicht, aber. Ist es einer von uns? Nein. Wieso attackieren die jetzt nur noch? Scheiße. Sehr gut, Lady. Weißt du, ich mache wieder auf automatisch. Ich hab doch Viereck gedrückt, um eine Aktion durchzuführen. Wahrscheinlich funktioniert, ich probier's jetzt, aber wir können sowieso keinen Pass machen, wir können ja drum machen. Ja, guck, war klar. Es war halt einfach klar, ne? Du sollst doch nicht attackieren, du sollst ihn klauen. Komm, irgendjemand muss ihn fangen aus meiner Gruppe. Sehr gut, Lady. Ich kann immer auf dich zählen. Hä? Komm bitte. Hallo? Wieso dürfen... Hä? Kein Sinn? Komm, Titus. Man muss nicht vor. Titus kommt nicht ran. Ja! Halbzeit, oh Gott. Time. The Gores are just playing great, Baba. Really great. Hä? Achso. Also gut, Leute, würde ich auch sagen, dann beende ich hier die Folge von Final Fantasy 8, 10. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao.